Ja, Stuttgart-Leverkusen. Stuttgart sehr heimstark. Leverkusen spielt eine sehr gute Saison bis jetzt. Von daher gehe ich davon aus, dass die Leverkusener das Spiel am Ende gewinnen werden. Ich tippe mal auf einen 2-1 Auswärtserfolg für Leverkusen. Dortmund-Bremen. Dortmund wissen wir alle, dass es gerade perfekt alles rund läuft. Bei Bremen ist Max Kruse zurück. Deshalb glaube ich ja schon, dass Bremen da eine ganz gute Chance hat. Ich tippe mal ganz mutig auf ein 2-2 und damit recht viele Tore. Hamburg SV gegen Wolfsburg. Hamburg, ja, anscheinend jetzt wieder sehr heimstark geworden. Letzten beiden Spiele, glaube ich, zu Hause gewonnen. Ich glaube, gegen Wolfsburg wird das ein eher unterdurchschnittliches Bundesligaspiel vom Niveau von zwei Mannschaften, die sehr viel gegen den Ball arbeiten, von daher 0-0. Leipzig wird zu Hause Mainz schlagen. Ich tippe mal auf 3-1, um es kurz zu machen. Auf Frankfurt gegen Bayern. Die Frankfurter haben in den letzten Jahren in Bayern arge Kopfschmerzen bereitet. Von daher glaube ich, dass es in diesem Jahr auch so sein wird. Trotzdem glaube ich daran, dass Bayern am Ende das Spiel knapp gewinnen wird aufgrund der höheren Qualität. Gladbach gegen Schalke, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich glaube, dass es am Ende unentschieden ausgeht. Auch hier recht viele Tore. 2-2, weil die Gladbacher einfach offensiv gut besetzt sind, die Schalke auch im Moment sehr gut drauf sind. Köln gegen Freiburg, wahrscheinlich so das Spiel des Spieltags. Vom Niveau und der Stimmung im Rhein-Energie-Stadion wird man wahrscheinlich nicht noch 100 Jahre berichten. Ich glaube einfach mal, dass der FC es irgendwie schafft, wie wissen wir wahrscheinlich alle noch nicht, aber ein Spiel zu gewinnen. Hannover gegen Hoffenheim, sehr interessantes Spiel auch, finde ich. Glaube, dass die Hoffenheimer zumindest einen Punkt holen bei sehr starken Hannoveranern. Und letztes Spiel Augsburg gegen Berlin, auch ein sehr interessantes Spiel, finde ich. Die Augsburger mit einer ganz guten Saison, von daher glaube ich, dass sie die Berliner zu Hause knapp 2-1 schlagen.